Ein herzliches Willkommen an alle. Ich begrüße euch zu unserem Spaziergang heute am 3. Mai unter dem Motto: Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Freiheit klaut. Ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid. Möchte meinen Redner für heute vorstellen. Das ist einmal der Erik. Sprechen und einmal, ja genau, wo sind die Trommeln? Und das Zweite, der Dr. Lauerwald, Mitglied des Thüringer Landtags, wird heute genauso über unsere Kinder sprechen, was man so mit unseren Kindern macht. Na? Das Thema hatten wir schon ein paar Mal und das wollen wir heute nochmal aufgreifen. Ich möchte gleich zu Anfang nochmal auf die Hygieneregeln hinweisen. Wir haben noch eins obendrauf bekommen. Es heißt jetzt nicht mehr nur Mund-Nasen-Schutz, was wir ja die ganzen anderen Spaziergänge so hatten, sondern wir haben jetzt die Auflage, mit einer medizinischen Maske zu laufen, heißt also Operationsmaske, FFP2-Masken, ne? Wo ja unsere Zahlen fallen im Moment, werden die Auflagen immer größer. Ihr habt es ja schon mitgekriegt, dass es mehrere Wochen überhaupt nicht starten konnte, weil die Auflage war, es dürfen bei Inzidenzzahlen über 300 nur 10 Personen an einer Demonstration teilnehmen. Ja, das war uns ein bisschen albern, ne? Heute haben wir diese Zahlen nicht mehr, durften jetzt mit begrenzt 100 Leuten starten. Ganz so viele sind es nicht. Danke. Okay, dann möchte ich mal gerne übergeben. Ja, vielen Dank, liebe Sandy. Ich begrüße euch alle recht herzlich und freue mich, dass ihr hier seid. Und ich spreche nicht nur als Abgeordneter von der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag, sondern auch als Sprecher vom Stadtverband Gera von der AfD. Ich habe sogar meine Fahne mitgebracht. Und das ist ganz toll, was ihr hier veranstaltet mit den Trommeln. Das ist eine ganz neue Idee, habe ich noch nicht vorher erlebt, aber es ist eindrucksvoll. Und ich begrüße auch die Polizei, den Herrn Schramm, mit seinen Kameraden, dass sie uns hier begleiten und beschützen. Und leider ist es ja so, wenn das Grundgesetz von der Regierung eingehalten würde, bräuchten wir nicht hier auf die Straße gehen und würden auch die Kameraden hier von der Polizei nicht ständig hier auf die Straße gehen müssen und Überstunden machen müssen. Aber so ist es leider im Land. Und weil das hier mit der Richtung in Diktatur sich entwickelt, müssen wir was dagegen tun, denn es wird wohl nicht besser werden. Darum müssen wir auf die Straße gehen, damit es nicht schlimmer wird. Und weiter ist eine historische Stadt. Ich habe hier noch nicht gesprochen. Und ich freue mich ganz besonders, auch mal heute hier zu sein. Die Vögte haben ja weiter zu einer
über die Stadtgrenzen hinaus bedeutsamen Stadt gemacht seit dem Mittelalter. Und ich hoffe auch, dass unter der Führung von der Mandy, die hier tapfer die Demonstration immer organisiert, dass dann weiter auch wieder zu einer freien Stadt wird, wo die Bürger auch wieder ihre Grundrechte garantiert bekommen können. Und das ist was ganz Besonderes. Das sind die wahren Patrioten, die heute zu ihrem Bergfest hier auf dem Marktplatz stehen und Politik machen und hier für die Bürgerrechte kämpfen. Einen herzlichen Glückwunsch für die Mandy zu ihrem heutigen Jubiläumsgeburtstag. Ja, also natürlich Sandy. Ja, Entschuldigung. Also wenn ich so mir das alles so Revue passieren lasse, Klaus Schwab kennt sicher jeder vom Weltwirtschaftsforum, der sagt ja, 2030 werden alle kein Eigentum mehr haben und alle werden glücklich sein. Also das sind Aussagen, die in der Öffentlichkeit ja bekannt sind, die ja unverblümt von diesen Leuten gesagt werden. Und man wundert sich, dass es da keine Klagen oder kein Aufschrei gibt, wenn sowas verkündet wird. Da muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir werden alle kein Eigentum mehr haben und sollen dann glücklich sein. Also das ist doch eine wahnwitzige Vorstellung. Wie kann man mit so einem kranken Hirn sowas in die Welt setzen? Und das Schlimme ist ja, dass solche Leute ja die Macht haben in der Welt. Und die haben ja viele Unterstützer in der Welt, die die nötige Macht und das nötige Geld im Hintergrund haben und uns das in der Welt alles aufzwingen wollen. Und das ist ja eine Entwicklung, wenn man sich das mal so über die Jahre anschaut, wie das so gekommen ist. Wir haben zum Beispiel 2009 in der WHO eine Änderung der Definition der Pandemie gehabt, wo festgelegt wurde, dass bei einer Pandemie nicht mehr die Toten eine Rolle spielen. Und das wurde einfach weggelassen. Ne? Und jetzt haben wir eine Pandemie verordnet bekommen und es gibt keine Übersterblichkeit. Und wir haben im Februar und März jetzt weniger Tote gehabt im Vergleich statistisch gesehen zu den Vorjahren. Im Dezember war es ein bisschen höher. Das ist in Grippezeiten im Winter immer so, dass da ein paar Leute in einem Monat mehr sterben, aber die haben dann gefehlt im Februar, Januar, Februar, März und daher hat sich das wieder ausgeglichen. Also es gibt keine Übersterblichkeit. Das sind die Tatsachen, das sind die Fakten, obwohl uns die Medien von früh bis abends etwas anderes einreden wollen. Ja, dann haben wir den Atomausstieg gehabt von der Frau Merkel nach Fukushima plötzlich verordnet bekommen. Dann die Dekarbonisierung, das heißt, unsere ganze Energieversorgung wird auf den Kopf gestellt und soll instabil werden. Den Green Deal, wo Billionen Geld verbraten wird für ein irrwitziges Ideologieprojekt. Dann haben wir, wie wir alle wissen, seit 2015 die Massenmigration. Wir haben dann den Migrationspakt unterschrieben, das heißt nicht wir, sondern die Frau Merkel ist extra nach Marrakesch gefahren und hat ihn dort unterschrieben. Der Sebastian Kurz von Österreich, der hat das nicht gemacht, der hatte auch vor einiger Zeit, vor ein, zwei Jahren noch ganz anders gehandelt und gesprochen. Mittlerweile ist er auch auf die Gegenseite gewechselt und ist jetzt auch ein ganz braver Systemling und macht das, was weltweit erwartet wird von ihm. Ja, wir haben wie gesagt die Pandemie. Brauche ich jetzt nicht weiter zu sagen, ist ein Dauerbrenner. Dann der nächste Schritt ist die Bargeldabschaffung und das wird zu einer totalen Überwachung führen. Wir sind dann der gläserne Bürger und wir erleben das ja schon in China, wo es dann nach Wohlverhalten Sozialpunkte gibt und wenn man sich nicht wohl verhält, dann wird man dann irgendwann an seine Grenze kommen, wo dann das System dann festlegt, was man dann noch für Rechte hat oder nicht mehr für Rechte hat. Und wenn wir kein Bargeld mehr haben, dann kann sich auch jeder vorstellen, wenn das alles elektronisch vollzogen wird, dass dann ruckzuck plötzlich die Finanzen gekappt werden, wenn man nicht mal wohlgefällig sich verhält. Und dann hat man dann auch ein Problem. Bitte? Wir zahlen mit Masken neue Währung. Ja, dann hat Bill Gates 10 Minuten Redezeit in den Tagesthemen bekommen, voriges Jahr, wo er für seine Impfung werben konnte, wo er sagte, er will 7,5 Milliarden Menschen impfen. Ja, das muss man sich mal überlegen. Und dann haben wir noch diese ganze Zerstörung der
Werte, die wir kennen. Die ganzen Familien sollen nichts mehr wert sein. Die ganze Gender-Ideologie, die uns aufgedrückt wird. Und wenn man in dem Landtag dann sitzt und dann diese Linken und Grünen reden hört, da kann man oftmals gar nicht das nachverfolgen, weil die dann immer mit innen anfangen und mit Sternchen und die verhaspeln sich dann teilweise, das ist dann schon richtig skurril, aber so ticken die halt. Ich habe noch was Aktuelles zu dem Impfen, da kann sich jeder dann selber seine Gedanken dazu machen. Zum Beispiel der Chefentwickler Adrian Hill von AstraZeneca ist Forscher bei Oxford und er hat zum Beispiel, ich habe das heute mal recherchiert, eine Leitungsposition im Forschungszentrum für Humangenetik im Wellcome Trust. Der Wellcome Trust ist 1936 gegründet worden von einem Herrn Wellcome und er ist zum Beispiel dieser Chefentwickler, den ich gerade nannte, wie heißt er gleich? Wo steht's? Ah ja, Adrian Hill. Der hat zum Beispiel, war beteiligt an der Entwicklung von Genchips aus DNA von hunderten Afrikanern, die nicht mal um ihre Einwilligung gefragt worden sind. Und das hat natürlich dann auch viele Beschwerden gegeben. Und dann Hill und der Wellcome Trust haben enge Beziehungen zum British oder zur British Eugenics Society. Die wurde 1989 in Galton Institute umbenannt. Und wenn man weiß, dass der Sir Francis Galton Vater der Eugenik war, dann schließt sich irgendwie doch der Kreis und man sollte schon nicht so naiv sein zu glauben, dass mit dieser weltweiten milliardenfachen Impfkampagne immer nur Gutes bezweckt wird. Und wenn ich ein Produkt habe, wie jetzt in Deutschland, der Impfstoff oder die Impfstoffe. Wenn ich ein gutes Produkt habe, was zusätzlich noch knapp ist und noch Werbung dafür machen muss, in den Medien und in den Straßenzügen sind Sichttafeln, wofür diese Impfung geworben wird, dann stelle ich mir auch die Frage, Werbung mache ich doch eigentlich nur für Ladenhüter. Da brauche ich doch keine Werbung dafür. Dann stimmt doch auch irgendwas nicht. So, und die Sandy hatte vorhin angekündigt, dass ich was über unsere Kinder noch sagen werde. Das werde ich natürlich auch noch tun. Sie hat mich da jetzt ein bisschen überrascht. Aber ich habe selber zwei schulpflichtige Kinder. Eine Tochter, 15, und einen Sohn, 12 Jahre alt. Die gehen in Gera aufs Gymnasium. Und die leiden natürlich auch. Und ich leide natürlich zusätzlich, weil ich natürlich das Homeschooling noch begleiten muss. Und das bin ja nicht nur ich, das sind ja viele Eltern. Und die dürfen ja auch vieles oder öfters nicht mehr ihren Arbeitsplatz besuchen. Die müssen auch zu Hause bleiben und von zu Hause aus arbeiten. Und gerade die Frauen sind da sehr benachteiligt, denn wer den ganzen Tag über die Kinder zu Hause hat, wenn die nicht mehr in die Schule, nicht mehr in die Kindereinrichtung dürfen, wenn die zu Hause den ganzen Haushalt machen muss, die Frau, wenn die den Einkauf machen muss, wenn die sich um die Kinder kümmern muss, um die Hausaufgaben der Kinder kümmern muss. Und ich weiß selber, dass das so ist, dass man als Elternteil mit den Kindern zusammen das machen muss, weil das so kompliziert ist, dass die das gar nicht alleine immer hinkriegen. Denn der Präsenzunterricht ist durch nichts zu ersetzen und mit Homeschooling ist das keine erfolgreiche Alternative. Wenn die dann endlich alles erledigt haben, dann setzen die sich abends, wenn die Kinder im Bett sind, an ihre eigentliche Arbeit und machen dann ihre vom Arbeitgeber verordnete Heimarbeit. Und wenn man sich das mal überlegt, was das für eine Ausbeutung ist, was den Eltern da auferlegt wird, besonders den Müttern, dann ist das eine Schande. Und die Kinder, die haben wir ja schon in den letzten Jahren mit dem Schulsystem schlecht versorgt. Es haben Lehrer gefehlt, Unterrichtsstunden sind ausgefallen. Und ich hatte jetzt aktuell vor 14 Tagen im Landtag einen Antrag von unserer AfD-Fraktion vorgetragen, dass wir die Situation, was die Ernährung und die Bewegung der Kinder betrifft, benannt haben. Und es gibt da zahlreiche Studien, auch jetzt noch zusätzlich durch den Lockdown, was da den Kindern vorenthalten wird an gesunder Ernährung, an Bewegung. Sportunterricht fällt aus, die Sportvereine dürfen sie nicht mehr besuchen. Und wir wollten, dass das Übergewicht, was schon seit
vielen, vielen Jahren unsere Kinder betrifft, gerade in den sozial schwachen Familien, sind viele Kinder immer mehr übergewichtig, dass wir darauf drängten, dass die Ernährungsberatung gerade auch für sozial schwache Familien besser funktioniert, dass auch die Eltern mitberaten werden, dass die Schulspeisung verbessert wird, dass es mehr Vitamine gibt, dass die Süßigkeiten ferngehalten werden aus der Nähe von der Schule oder die Fastfood-Ernährung. Das hatten wir alles in unserem Antrag gebracht. Was ist passiert? CDU, FDP haben sich enthalten bei unserem Antrag und Rot-Rot-Grün hat dagegen gestimmt. Das heißt, unser Antrag ist abgeschmettert worden, ist nicht mal in den Ausschuss gekommen und die Lage der Kinder verbessert sich nicht. Zusätzlich zu den Dingen, die jetzt noch stattfinden, die haben eine Maskenpflicht in der Schule, wo die Sauerstoffversorgung nicht ordentlich funktionieren kann, wenn das stundenlang im Gesicht die Atmung behindert, die Konzentration wird dadurch geschwächt, dann wird noch regelmäßig ein Stäbchen in die Nase geschoben als Test. Und wer das verweigert, der darf dann nicht die Schule betreten. Also das sind unhaltbare Zustände und wir dürfen das uns nicht bieten lassen. Und es wird immer schlimmer werden, ist meine Vermutung. Und wenn wir jetzt schon von Testpflicht sprechen, irgendwann in nächster Zeit wird auch die Impfpflicht kommen. Und auch für unsere Kinder. Und das ist in meinen Augen ist das eine Kinderschändung, muss ich ehrlich so sagen. Das dürfen wir uns nicht bieten lassen. Und deswegen stehen wir hier auf der Straße. Deswegen danke ich euch auch, dass ihr hier da seid. Und wir werden weiterkämpfen. Dankeschön. Ich übergebe gleich mal weiter an Erik. In den letzten Wochen und Monaten habe ich mir einen Satz immer wieder durch meinen Kopf gehen lassen. Gnade uns Gott. Gnade uns Gott, wenn wir eine grüne Bundeskanzlerin bekommen. Eine Partei, die für jede komplexe Frage nur Verbote und Steuern als Antwort bringt. Eine Partei, die offen Freiheitseinschränkungen fordert. Eine Partei, die letztens im Bundestag zum Bevölkerungsschutzgesetz die Regierung zurückgewiesen hat mit der Begründung, die Maßnahmen müssen noch härter sein. Ja, was wollen denn die Grünen? Eine echte Diktatur? Was wollen die? Wir sind kurz davor, wir haben sie noch nicht. Wir haben sie schon, wir haben da jetzt nur 33. Nicht anders. Niemand will eine Diktatur, da steht's doch. Wir müssen aber auch dazu sagen, die Grünen sind im Osten nicht so stark. Ja, warum sind sie denn im Osten nicht so stark? Der Ossi ist schlau. Der Ossi ist schlau. Der kann hinter den Zeilen lesen. Der Ossi, der hat zwei Diktaturen mitgemacht. Der Wessi hingegen, der liest in der Zeitung oder im Internet oder sieht es im Fernsehen und sagt, aha, das ist die Wahrheit. Nein, wir können hinter den Zeilen lesen. Wir können erkennen, was der eigentliche Plan ist. Und deswegen stehen wir auch hier und deswegen kämpfen wir auch für unsere Grundrechte, die schon zu lange eingeschränkt waren. Um noch mal kurz auf Frau Baerbock zurückzukommen. Sie wird ja in der letzten Zeit in den Medien meistens als Halsbringer gebracht. Sie ist die eine, die unser Land wieder nach vorne bringt. Leider nicht. So titelte zum Beispiel die ARD Stockholm auf ihrer Twitter-Seite, dass es eine Powerfrau in unserer Regierung braucht. Grundsätzlich könnte man da ja zustimmen, weil 16 Jahre lang war er nicht unbedingt eine Powerfrau an der Macht, oder? Sachsen stimmt mich positiv. 30%
laut der letzten Umfrage für die AfD. Ja. 30%! Die Leute wachen auf, meine Freunde! Und deswegen, und genau deswegen stehe ich auch hier und spreche zu euch. Deutscher Michel, du schläfst schon viel zu lange. Du musst endlich erwachen und sehen, wenn du weiter schläfst, dann wachst du in der Diktatur wieder auf. Und das müssen wir verhindern. Sie wird ja in der letzten Zeit in den Medien meistens als Halsbringer gebracht. Sie ist die eine, die unser Land wieder nach vorne bringt. Leider nicht. So titelte zum Beispiel die ARD Stockholm auf ihrer Twitter-Seite, dass es eine Powerfrau in unserer Regierung braucht. Grundsätzlich könnte man da ja zustimmen, weil 16 Jahre lang war da ja nicht unbedingt eine Powerfrau an der Macht, oder? Ja. Ah, die Seite da oder was? Sachsen stimmt mich positiv. 30% laut der letzten Umfrage für die AfD. Ja. 30%! Die Leute wachen auf, meine Freunde! Und deswegen, und genau deswegen stehe ich auch hier und spreche zu euch. Deutscher Michel, du schläfst schon viel zu lange. Du musst endlich erwachen und sehen, wenn du weiter schläfst, dann wachst du in der Diktatur wieder auf. Und das müssen wir verhindern. Nun etwas Persönliches. Meine Freunde, ich war bis vor kurzem noch Mitglied in der Christlich-Demokratischen Union. Leider Gottes, bin ich aktuell von einem Parteiausschlussverfahren betroffen. Warum? Was habe ich getan? Ich habe auf Twitter geschrieben, dass ich mit dem Ausländeranteil in meiner Stadt von 7% durchaus zufrieden bin und nicht Zustände wie im Westen des Landes nicht haben möchte. Das reicht laut einer konservativen Partei aus, jemanden aus der Partei zu schmeißen. Jetzt stelle ich euch die Frage, war das menschenfeindlich, was ich gesagt habe? Ja, 100%ig auf dem Weg. Ich weiß, ich schäme mich zu Boden. Zudem, es gibt in unserer Stadt einen demokratischen Jugendrat. Dieser Jugendrat ist auch im Stadtrat eingebunden. Dort ist er Beisitzer, hat zwar kein Stimmrecht, aber kann immerhin die Stimme der Jugend innerhalb des Stadtrates und den Ausschüssen natürlich verbreiten. Ja, dort wurde ich jetzt auch rausgeschmissen. In der Satzung steht, sie wollen der Jugend der Stadt eine Stimme geben. Ja, aber welcher Jugend? Nicht die Jugend, die aufsteht und sagt, was die wahren Probleme sind. Nein. Sie wollen die Jugend, die wohl in die Merkel-Jugend gehören würde. Eine Jugend, die offensichtlich grün hinter den Ohren ist. Aber ich sage euch, diese Jugend, das ist nicht die ganze Jugend. Es gibt noch aufrechte Jugendliche. Und die sprechen zum Beispiel hier, die stehen dort und die sitzen dort hinten. Es sieht wohl ganz danach aus, als würde es bald in unserem Land eine Zweiklassengesellschaft geben. Geimpft und ungeimpft. Die sich von dem Impfstoff impfen lassen, der innerhalb von wenigen Monaten notbedürftig zusammengeschustert worden, und die sich nicht impfen lassen, die sagen, ich warte, ich lasse mich nicht mit diesem Gift verseuchen. Und diese Leute werden Bürger zweiter Klasse in unserem Land. Und das müssen wir unbedingt verhindern. Warum? Ich bin zwar noch etwas jung, aber wenn ich die Erzählungen aus der DDR höre,
dann kommt das alles schon ein wenig nahe. Die Reisefreiheit wird eingeschränkt. Ich finde es auch sehr, sehr interessant, im Bevölkerungsschutzgesetz, was ja eigentlich die Bevölkerung schützen sollte, steht unter anderem, dass das Recht auf körperliche Unversehrtheit zeitlich eingeschränkt wird. Ja, warum gibt es denn dieses Bevölkerungsschutzgesetz? Schutz! Warum gibt es denn? Und wenn wir über Schutz reden, wir sehen hier das Polizeiaufgebot. Vor wem beschützen sie uns? Oder wem beschützen sie überhaupt? Uns? Ich sehe die Antifa dort hinten aufmarschieren. Die ganze Straße voll. Davor beschützen sie uns. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Wir sind mündige Bürger und das werden wir auch bleiben. Dankeschön. Danke an Erik. Ich freue mich, dass es solche jungen Leute gibt, die so sich Gedanken um die Zukunft machen, aufstehen, auf die Straße gehen mit uns. Ich würde unseren Spaziergang gerne starten wollen. Wir gehen in die Richtung Semmelweispark, so wie sonst auch, aber haben eine etwas veränderte Strecke. Weil, wie ihr wisst, es ist vorne eine Straße gesperrt, ein sturzgefährdetes Haus. Wir müssen das also irgendwie umrunden. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr ganz laut durch die Straßenzüge macht. Man muss uns hören durch die ganze Stadt. Bis Neustädter Straße hoch. Es müssen alle sehen, dass wir wieder auf die Straße gehen und auch hören. Okay? Wie gesagt, achtet auf die Abstände. Die Maskenpflicht bitte unterwegs. Darauf achten. Und wie gesagt, wir formieren uns auf der Seite. Thank you.
hier nicht mit drauf sind, okay? Okay. Thank you.
durch die Stadt. Und man hat auch viele gesehen, die hinter den Fensterscheiben geguckt haben, noch die Gardine davor, dass man sie ja nicht sieht. Ich hoffe, dass diese Menschen immer weniger werden, die sich hinter Gardinen verstecken, und immer mehr werden, die für ihre Rechte eintreten und auf die Straße gehen. Solange unser Zustand hier noch so bestehen bleibt, würde ich sagen, treffen wir uns nächste Woche, gleiche Zeit, gleicher Ort, mit vielen Trommeln wieder. Ich bedanke mich für euer Kommen, wünsche euch einen guten Heimweg und dann bis nächste Woche. Thank you.